Leute von heute, willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich weiß, es ist nicht Mittwoch, aber es gab einige Probleme mit diesen Mega-Reifen hier, weil der Amarok ein Felgenschloss hat. Und dieses Felgenschloss habe ich tatsächlich, glaube ich, bei Mr. Do It liegen lassen oder das ist irgendwo verloren gegangen. Und dementsprechend konnte ich jetzt Mittwoch kein passendes Video hochladen. Aber ihr seht am Titel, heute geht es darum, diese schäbigen Reifen durch wundervolle BF Goodrich mit Delta Offroad-Felgen zu versehen. Ob das klappt, werden wir jetzt sehen. Ich würde sagen, es geht los. Mit dem standardmäßigen Wagenheber kommen wir hier nicht mehr weit. Wir haben ja die 4 cm Höherlegung und ja auch Montage. Oh mein Gott. Über eine Hebebühne ist ein bisschen kritischer, weil wir ja diese komischen Seitenschöller drauf haben. Das heißt, um das Ding auf Hebebühne zu bekommen, braucht man entweder Blöcke, die dahinter greifen exakt. Das ist relativ schwierig. Deswegen montiert man diese Dinge oft ab. Und jetzt versuchen wir halt mit einem nicht originalen Wagenheber, weil wir müssen ja die Höhe zu bekommen, diesen Wagen erstmal anzuheben. Hier wird auch der originale Wagenheber sitzen, glaube ich zumindest. Sieht aber relativ gut aus an dem Verstärkerblech hier. Gucken wir mal, was jetzt passiert, ob es knackt oder nicht knackt. Bisher biegt sich noch nichts durch, das heißt, die Auflagefläche ist in Ordnung. Wann hebt sich denn der scheiß Reifen an? Nee, ich glaube, nein, das geht nicht, weil sonst biegen wir uns diese Stelle hier komplett weg. Wagenheber ansetzen. Gibt es schon direkt als Suchvorschlag. Die gesamte Hinterachse und der Rahmen. Dies scheint sich wirklich als ein bisschen komplizierter herauszustellen, aber wir können ja theoretisch den Wagenheber einfach unter der Achse hier runtersetzen und hoffen, dass das Ding dann schwebt. Das ist jetzt mein Plan der Pläne. Problem ist, dass die neuen Reifen natürlich wesentlich größer sind. Das heißt, ich muss den Bock richtig hochkloppen hier. Aber da ist ja genug Platz drin. Okay. Seid ihr bereit für die spannende Nummer, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert? Ich hoffe, es klappt. Boah, was? Ha? Boah. Leute, das erste Rad ist ab. Jetzt kommt der spannende Moment. Werden diese Dinger ohne eine Spurverbreiterung, boah, ich muss schon lachen, weil die einfach mega fett sind im Gegensatz zu diesen alten Kleinreifen, werden die ohne Spurverbreiterung passen oder nicht? Problem an der ganzen Sache ist nur, dass diese Schraubköpfe, das könnt ihr gerade da schön sehen, schon total angerostet sind. Ich habe ja davon einen komplett neuen Satz bestellt, weil ja dieses Felgenschloss bei mir fehlt und jetzt überlege ich, ob ich die innerhalb dieser Zeit mal eben schwarz lackieren soll oder ob ich jetzt einfach sage, ich scheiß drauf und die neuen werde ich einfach schwarz lackieren. Die Köpfe müssen ein bisschen cooler aussehen. Schwör ich total drauf, ist so ein ultra billig Lack von Würth, aber der ist halt ultra schnell trocken. Das heißt, ich lasse das Ding jetzt irgendwie eine Minute hier stehen und das Ding ist komplett durchgetrocknet. Wir versuchen jetzt schon mal das erste Rad grob anzuhängen. Das gestaltet sich schon schwierig, weil die Dinger wirklich eine Tonne wiegen. Vorher Standardfelge mit relativ Standardbereifung. Jetzt kommt das fette, große, neue Rad. Ja, jetzt nur die Frage, Abstand okay oder nicht okay? Schleift er irgendwo? Ne, der hat ordentlich Abstand. Theoretisch hätten wir jetzt noch eine Spurverbreiterung drauf machen können. Die habe ich auch hier liegen. Die würde ich aber erstmal weglassen, weil ich habe ja noch dieses White Body Kit. Und das werde ich dann im Nachhinein machen, wenn letztendlich ja, die komplette Höherlegung da ist und auch dieses Kit drauf gebaut ist. So, lass mal runter, das Ding. Jetzt will ich was sehen hier. Ist das höher oder ist das tiefer? Auf jeden Fall haben die ein fetteres Gleit. Boah, ist das krass, ey. Keine Zeit verlieren, ich mache das jetzt relativ schnell. Ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Wir machen es jetzt auf der anderen Seite. Wir bocken das Ding auch so hoch und dann drauf mit dem Teil. Weg. Gucken wir mal. Oder ob er sagt, zu tief. Aha, er hat ihn. Scheiße, warum wollen die Schrauben denn hier nicht reingehen? Da ist er drin. Ja, perfekt. Yes, Rad 2 von 4. Jetzt wird er den super Wagenheber runterlassen. Oh. Das ist aber wirklich meine Rettung. Der Wagenheber ist eigentlich ein Sprinterwagenheber. Irgendwie scheint das gut zu funktionieren mit dem Ding. Geht's an der Vorderachse weiter, jetzt habe ich ein bisschen Schiss, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auch einfach an dem Schenkel da unten aufhängen können, weil im Grunde drücken wir ja nur das Rad hoch und dann funktioniert es. Aber ich finde den Unterschied so heftig. Mein Gott, ey, sieht das geil aus. Ich weiß nicht, wie die Perspektive ist, aber auf jeden Fall habe ich jetzt einen kleineren Wagenheber für die Vorderachse genommen, weil hier, ja, wir wesentlich weniger Platz haben. In der Hoffnung, dass das reicht, ja, den Achsschenkel so ein bisschen anzuheben. Ja, steht halt auch auf 9:30 da, ne? Aber das Rad geht in die Höhe, es schwebt. Perfekt, könnt ihr sehen.
Es liegt in der Luft. Das heißt, jetzt können wir dieses Rad demontieren, in der Hoffnung, dass der Wagenheber nicht wegknackt. Aber Metall auf Metall hält ja bekanntlich sehr gut. Normalerweise löst man die Schrauben auch, wenn der Wagen noch komplett eingefedert ist. Aber in dem Fall, ihr wisst es, kleiner Ansporn für euch, um mir die Kommentare reinzuschreiben, wenn man es nicht macht. Hier müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, hinter dieser Bremsscheibe sitzt ein Schutz und wenn ihr den verbiegt, gibt es Schleifgeräusche. Das heißt, beim Abheben relativ vorsichtig sein. Einmal ein bisschen wackeln. Oder nicht. Und dann gucken, dass ihr diese Scheibe nicht verschiebt. Nummer 3 mit der Sprühdose. Und den Schrauber. Einmal gucken, wo die Löcher sind. Jetzt hat er ihn. Wie gesagt, von Hand erstmal immer grob anziehen. Nicht sofort mit dem Schlagschrauber machen. Den Fehler habe ich auch gemacht. Dann ist nämlich die Schraube schräg drin. Ich meine, ihr habt ein neues Gewinde drin. Aber ihr werdet die Schraube nie wieder abkriegen, weil die komplett festgebacken ist. Rad sitzt fest. So, jetzt lassen wir mal den Wagenheber runter. Und gucken wir mal, ob er irgendwo anfängt zu schleifen. Ob er irgendwo zwischenklemmt. Das sieht gut aus, unten zumindest. Hier oben, tja, an der Grenze ist möglich. Muss man jetzt mal beobachten. Also theoretisch wäre diese Radreifenkombination so standardmäßig ohne Spurverbreiterung zulässig beim Amarok. Passt, ja, aber ich bin kein Freund von wenig Spiel. Also hier passt gerade eben noch der Finger zwischen. Aber ja, müsste man mal in Erfahrung bringen, ob das Ding irgendwie einschlägt, ob da irgendwelche Abschabungen kommen. Notfalls, wie gesagt, haben wir. Ja. Auch von Delta 4x4 bzw. Hoffmann, Spurverbreiterung 30, 30, 30, 30. Aber die würde ich halt gerne draufbauen, erst wenn dieses Island-Kit drauf ist, damit das halt auch knallt. Weil sonst haben wir jetzt genau den Abschuss mit den Reifen, das ist vollkommen okay. Nur wenn ich diese Monster-Spurverbreiterung hier drauf knall, bzw. Kotflügelverbreiterung, brauche ich halt auch eine breitere Spur. Heißt also, lassen wir so, letzte Rad und dann geht's raus. Ey, boah, ist das krass, ne? Ist das krass, Leute. Jetzt seht ihr mal die Seite komplett. Scheiße. So, Nummer 4. Drunter. Komm, ein bisschen weiter nach hinten mit dir. Und jetzt hoffen, dass wir den irgendwie angehoben kriegen. Ah, liegt nicht komplett auf, aber vielleicht reicht's. 1, 2, 3, 4. Okay. Es sind übrigens, wenn ihr gerade zuschaut, wie ich diesen Aufkleber abkriege, es sind 265, 70, 17 zur 121er Geschwindigkeitsindex. Inwieweit man damit schnell fahren kann. Energieeffizienzklasse ist F von G, schlimmste und B ist im Regen. Also es sind schon relativ gute Eigenschaften, aber vom Spritverbrauch angeblich grottenschlecht. Wobei ich sage, auf meinem Bus habe ich die auch drauf gehabt und der Spritverbrauch war halt nicht so enorm, wie man sieht, dass man den Ding ganz frisch. Okay, Leute, das ist das, was hätte nicht passieren dürfen. Der Wagenheber hat sich abgesetzt dahinter und das Auto ist nach unten gerutscht. Ich weiß nicht, er steht jetzt komplett auf dieser wundervollen Felge. Das heißt, jetzt ist wirklich Vorsicht geboten, damit das ganze Auto nicht gleich komplett absackt und ich da drunter liege. Nehmen wir doch einfach diesen Hydraulikwagenheber. Ist dafür auch nicht gemacht, weil der wird gleich sich auch bewegen und wegrutschen. So, zweimal klappt, klappt nicht immer. Gucken wir mal, ob den Schenkel zumindest noch irgendwie ein bisschen anheben können. Nehmen wir ihn hier einfach auf den Rahmen hoch. Wie auch bei den anderen Reifen und Felgen, erst einmal andrehen und gucken, ob die Schraube reingeht. Geht sie? Und hinterher festknallen. Testen. Sitzt fest. Ich muss schon lachen, weil ich mir gerade so dumm vorkomme. Ich bin so dämlich einfach. Manchmal bin ich dämlich. Ja, nach meinem Glück wird der Wagenheber jetzt nicht so tief absenken können, dass ich den da rauskriege. Das heißt, der bleibt. Nein, ich kriege ihn weg. Gibt's ja nicht. Krass! Und das Paket abzurunden, muss da jetzt noch das Delta-Ding drauf in der Mitte. Alles andere müssen wir dann also zum späteren Zeitpunkt machen. Ich weiß, ich habe auch gesagt, ich erzähle was über das Dachzelt und über die entsprechende Markise und den Restaufbau. Aber es dauert noch ein bisschen, weil es ist ja noch nicht alles da. Und ich habe gedacht, ich mache so eine kleine Roomtour erst dann, wenn alles vorhanden ist.
macht das denn? Draufdrücken. Schön, ey. Krasse Geschichte. Ich würde sagen, ich ziehe nochmal eben alle Schrauben nach mit dem Drehmoment und dann sehen wir uns draußen einmal in Helligkeit. Bis gleich. Da steht er. Meine Damen und Herren, ich muss ein Stückchen weiter zurückgehen und ihr seht, die Felgen sind drauf. Ja, jeweils eine Schraube fehlt, weil das ist letztendlich hier ja, die Felgensicherung. Die habe ich jetzt neu bestellt, das heißt, die werde ich auch nochmal schwarz lackieren und dann da drauf ziehen letztendlich. Ja, zum Verbrauch bei den Reifen kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich kann jetzt auch keine kleine Testfahrt machen, um euch zu zeigen, wie laut diese Geschichte ist. Aber ich habe die ja schon auf dem T5-Bus gehabt und war eigentlich von den Eigenschaften, von den grundsätzlichen Grip-Eigenschaften super begeistert und ich war begeistert halt auch von den Laufgeräuschen. Ich finde die nicht wesentlich lauter wie Standardreifen. Ein Zuschauer hat übrigens auch mir auf Instagram geschrieben, was ist besser, Grabber AT-Reifen oder die AT-Version von Goodrich. Und ich sage ganz klar, die AT-Version von Goodrich, geileres Profil, sieht geiler aus. Und ich würde sagen, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr denkt. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir machen die Radhausverbreiterung noch drauf und wir legen den Wagen noch höher. So, an dieser Stelle, tut mir leid, keine Testfahrt heute, aber wir halten das fest und machen das im nächsten Teil, wenn wir diese komischen Schrauben haben und das Wetter passt, damit ich euch den Rest auch mal vorstellen kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß mit dem Ding jetzt und in Kürze geht es auf meinem Kanal weiter mal wieder mit ein bisschen Lost Space und Real Talk. Also, danke, ciao.